So, Überschrift 1 hell, hell auf dunkel. Die kann ich jetzt auf der Überschrift 1 durchaus basieren lassen. Nur müsste ich jetzt hier die Farbe ändern in weiß. So. Und genau, das ist okay. Die Absatzlinien gehen mit, weil die Absatzlinien haben dann die basieren auf der Schriftfarbe. So, mit der Überschrift 2 mache ich das genauso. Das heißt, ich nehme ein neues Absatzformat, Cursor sitzt drin, sage Überschrift 2 hell, kann das auf Überschrift 2 basieren lassen. Das heißt, wenn ich die ändere in der Schriftart, ändert sie sich dann mit und kann jetzt hier die Farbe auch wieder ändern in weiß. So. Da könnte man natürlich auch ein bisschen variieren, indem man nicht weiß, Schneeweiß nimmt, sondern einen Grauton. Klares Weiß ist dann manchmal ein bisschen zu hart, da vom Kontrast her nicht gut lesbar. Beim Unterpunkt Überschrift 3, ja, kann ich das genauso machen, Cursor rein. Neues Absatzformat, das heißt jetzt Überschrift 3. Überschrift 3, muss es allerdings Schrift 3 hell, ja, basiert auf Überschrift 3 und die Absatzlinie, die kann ich aber ausschalten. Okay, dann habe ich das dort so. Jetzt kommt der Fließtext mit Spalten. So, und ja, mache ich es genauso. Ja, sage neues Absatzformat, Fließtext mit Spalten hell. Mit Spalten hell. Basiert auf Fließtext mit Spalten, ja. Die Farbe mache ich jetzt auf weiß. Ich habe jetzt nur ein Problem mit dem Zeichenformat da drin. Naja, ich kann das nochmal hier zuweisen, wobei er das ja mitgenommen hat. Fließtext mit Spalten hell, das hat er eigentlich mit. Erstaunlich, dass das Zeichenformat sich dann anpasst, offensichtlich auf der Seite. Ist nur die Frage, was passiert, wenn ich das Zeichenformat ändere. Ne? So, jetzt nehme ich mal hier das nächste. Das wäre neues Absatzformat, Fließtext ohne Spalten hell. Ohne Spalten hell. So, okay. Kann ich auch gleich, also Farbe ändern und ist ja dann gleich zugewiesen. So. Okay. So, was passiert allerdings jetzt? Ich habe mit dem Zeichenformat, mit dieser Verschachtelung überhaupt nichts verändert. Ja? Und was passiert jetzt, wenn ich das Zeichenformat, diese Auszeichnung hier, irgendwie verändere? Also ich gehe mal, wähle nichts an, ja? Darauf achten, dass man hier nicht aus Versehen irgendeinen Rahmen anwählt oder so. Wähle also nichts an und verändere jetzt hier meine Auszeichnung. Denn da ist jetzt die Frage, was für eine Farbe ist hier drin, ne? Wenn ich jetzt mal hier rot nehme, ist überall rot, schwarz oder Papier. Dann ist aber hier drüben auch Papier. Also wenn ich das jetzt mal auf Papier ändere, dann ist das hier drüben auch auf Papier. Und das ist natürlich schwierig. Also ich müsste ein Zeichenformat noch extra definieren. Das mache ich jetzt mal für die linke Seite nach wie vor in dem Grauton. So, okay. Und definiere jetzt hier ein neues Zeichenformat. Ein neues Zeichenformat. Ich kann jetzt das eigentlich nehmen, damit ich alle Eigenschaften gleich kopiert habe. Nehme ich das, dupliziere es und gehe in die Kopie rein. Und nenne es jetzt Auszeichnung Fließtext mit Spalten, aber eben hell. Ne? So, und ändere die Farbe in mein Weiß, so, und was ich jetzt nur noch machen muss, ich gehe in mein Absatzformat, in beide, also Fließtext mit Spalten hell rein, gehe in die Verschachtelung und sage hier bitte nimm Auszeichnung Fließtext mit Spalten hell und sag mal okay. Das gleiche mache ich jetzt noch für meinen Fließtext ohne Spalten hell. Also hier auch nochmal doppelt rein, Schachtelung, nimm bitte Auszeichnung Fließtext mit Spalten hell.
Mit Spalten, das müsste jetzt eigentlich dann weg, aber das lasse ich dann mal drin, wenn es ganz korrekt sein sollte. So, und jetzt fehlt eigentlich nicht mehr viel. Jetzt merke ich allerdings, so langsam wird es in meinem Absatz Formate bedienen Feld etwas unübersichtlich. Also wir sehen jetzt hier, haben wir schon doch viele Absatzformate und irgendwann blickt man hier auch nicht mehr durch. Das heißt, ich kann jetzt mal hier mir eine neue Gruppe erstellen. Das wird der dunkle Text. Dunkel auf hell. Und dann noch eine Gruppe, das wird dann der helle Text, wo ich dann auch, so, nenne ich dann hell. So, und jetzt kann ich die Überschriften, die dort rein gehören, reinziehen und kriege so wirklich ein bisschen mehr Überblick. Die anderen kommen dann in den Ordner mit den dunklen rein. Ich kann hier auch gleichzeitig Alt mehrere anwählen. So, dann habe ich dunkel, einmal die Gruppe und hell. So, das wäre jetzt eigentlich hier meine Formatierung. Das letzte wäre dann in der Mitte dieser Kreis noch, wo der Text drumherum fließt. Das mache ich mal auch noch fertig. Und also, es gibt hier einen Kreis in der Mitte, eine Ellipse. Ziehe ich mal auf. So. In etwa so. Diese Ellipse richte ich aus am Druckbogen und zwar zentriert. Ja, so. Und ich hätte jetzt gern, dass um diesen Kreis drumherum, ich mache mal ein bisschen größer noch, also hier Bezugspunkt, nehme ich den oberen hier und mache ihn mal etwas größer. Vielleicht so, ja. So, jetzt soll der Text drumherum fließen, das heißt, dieser Kreis bekommt einen Textumfluss, den haben wir hier. Kann ich jetzt sagen, bitte umfließe die Objektform. Und mit wie viel kann ich dann hier im Textumfluss-Bedienfeld auch noch eingeben, sage mal so viel ungefähr. Den Kreis müsste ich dann etwas tiefer noch setzen. Man muss dann natürlich ganz schön auf seine Absatzformate aufpassen, ja, dass sie, oder ich mache ihn doch noch ein bisschen kleiner. Also, dass mir der Text hier nicht zu sehr auseinandergerissen wird. Bisschen kleiner. Setze ihn auch noch weiter runter. Setze ihn noch etwas weiter runter. So, dass ja, mein Absatz immer noch ganz gut lesbar ist. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. So, wenn ich jetzt hier zwei Bilder reinpacken will. Normalerweise kann ich in so einen Kreis nur ein einziges Bild packen. In meinem Beispiel waren aber zwei Bilder nebeneinander dort drin. Dann mache ich das folgendermaßen. Ich sage Datei platzieren und hole mir zwei Bilder. Im Photoshop-Ordner haben wir ja einiges an Bildern, Beispiele. Und da hole ich mir mal hier zwei Bilder. So. Zwei Bilder im Cursor. Und packe die gleichzeitig mal hier rein. So, kann sie jetzt den Rahmen proportional füllen, ist schon der Fall. Und kann sie jetzt über das Ausrichten-Bedienfeld Fenster ausrichten. Kann ich sie jetzt mal hier direkt an Land setzen. Abstand verwenden, 0. So, ja, dann liegen die wirklich ganz genau zusammen. So. Und wenn ich jetzt gerne diese beiden Bilder in diesen Kreis hätte, muss ich sie vorher gruppieren, weil sonst geht das nicht. Ich müsste den Kreis zerschneiden in zwei Hälften und so. Das ist mühsam. Und wenn ich sage Steuerung G, gruppiere das also hier, über Objekt gruppieren, Steuerung G, hole mir das in die Zwischenablage mit Steuerung X oder eben ausschneiden hier, wähle meinen Kreis an, und sage dann über Bearbeiten in die Auswahl einfügen. So, da ist jetzt meine Gruppe drin und ich kann die Gruppe noch ein bisschen transformieren, also ein bisschen größer skalieren. Vielleicht von hier aus
Kette muss rein, so. So, und dann könnte ich meine Bilder hier drinnen noch anpassen. So, das wäre es eigentlich. Ich hoffe, das mit den Verschachtelungen ist so einigermaßen klar geworden.